Titelbild gleiches wie bisher, weil wir immer noch Videokonferenz sind. Deshalb fliegen hier immer noch Viren rum. Wenn wir wieder online sind, offline sind, fliegen dann die Viren wieder durch den Raum und nicht mehr durchs Bild. Es geht um Passwort-Hashing in Net2O. Die Motivation von Net2O ist immer noch, dass das Internet Bad Gateway ist und zunehmend weitere Angriffe kommen. Da will ich jetzt aber nicht groß drauf eingehen, sondern gleich mit dem Motivation für die Passwort-Hash-Funktion, warum ich da was mache. Es gab einen angeblichen Brute-Force-Bruch von PPKDF, das ist die Passwort-Hashing-Funktion von Lux1, die irgendwie auf SHA-2 oder so aufsetzt, dass man dann mit billiger Crypto-Mining-Hardware brechen kann. Und ob das jetzt der echte Brute Force Angriff war, ist unklar. Also was Lux macht, ist das Frontend von dmcrypt von Linux, ist also für Festplattenverschlüsselung zuständig. Und der Angriffstyp ist die Evil Maid, also jemand, der Hardwarezugriff erlangt zu seinen Festplatten. Und jetzt ist das ein Problem beim Evil Maid Angriff ist, dass die Evil Maid auch einen Key Logger einbauen kann in die Tastatur und dann eben erst 2 Tage später die Polizei kommt und den Laptop mitnimmt und dann im Key Logger schon das Passwort drinnen ist. Was man als Angegriffener jetzt nicht von dem Brute Force Angriff unterscheiden kann. Deshalb ist es ein angeblicher Brute Force Bruch. Also es ist kein nachweislich erfolgter, kein Paper, das gesagt hat, wir haben jetzt irgendwie so und so viel Crypto Mining Hardware gekauft, die es gerade billig gibt, weil Bitcoin gecrashed ist oder die Chinesen die abgeschaltet haben oder so, sondern es ist ein angeblicher Bruch. Trotzdem wird eben geraten, dass man von Lux 1 auf Lux 2 upgradet und das Argon 2 ID verwendet, das nicht so einfach Brute Force brechbar ist. Ich wollte das auch mal machen. Man kann damit gleich mehrere Sachen austesten und ich habe auch noch ein paar andere Überlegungen zum Passphrase-Hashing. Warum nehme ich nicht gleich Argon 2 ID? Ja, wenn das nimmt, dann baut die NSA gleich wieder also ich meine, die NSA weiß es und die anderen Institutionen, die solche Linuxer Hacker mit verschlüsselter Platte haben, mit denen zu tun haben, die wissen, dass es das gibt und bauen da vielleicht entsprechende Hardware, die das dann wesentlich besser knacken kann als andere Verfahren, weil sie dann spezialisierte Hardware dafür haben und die kann man aber nur für einen Algorithmus bauen, sonst lohnt sich das nicht. Und damit ist eigentlich das Standardverfahren, also Argon 2 ID, ist aus dem Content Test raus. Das ist also hat es war Sieger von der Challenge und das ist so das Standardverfahren, das heißt, möglichst viele Leute verwenden das und das ist an der Stelle keine gute Idee. Eben weil es sich nicht um etwas kryptografisch Hartes handelt, sondern um ein Proof of Work. Und da ist, wenn alle das Gleiche verwenden, gibt es dann entsprechende Hardware dafür und dann ist der Arbeitsaufwand zumindest deutlich niedriger. Dann hat das Argon 2 ID keine gemeinsamen Primitives mit meiner Kryptographie. Also es verwendet AES, ich verwende kein AES und so. Und damit müsste ich noch AES drinnen haben in meinem Code und das muss nicht sein. Natürlich, der Spaß, was selber zu entwickeln, kommt auch dazu. Und dann ist die Netto-O-Passphrase ja eigentlich eine Second Line of Defense. Also man sollte seine Harddisk weiterhin voll verschlüsseln. Wenn der Angreifer
schon das mit dem Argon-2-Idee geknackt hat und durch das Lux durch ist, dann sollte er erstmal an einen zweiten Wall drankommen, den er nicht mit den gleichen Mitteln knacken kann. Man sollte auch nicht die gleiche Passphrase für Netto-O und für die Festplatte verwenden. Insofern es lohnt sich da wirklich einen anderen Algorithmus zu nehmen, dass der Angreifer eben zweimal Aufwand hat, bis er endlich drinnen ist. So, was muss man machen für einen Standard-Passphrase-Hashing-Algorithmus? Man muss zunächst mal viel Speicher füllen, möglichst parallel, um alle CPUs auszulasten und dass man auch die Speicherbandbreite hinkriegt, die da vorhanden ist. Speicher hat einen großen Vorteil, der ist zwar relativ billig, aber er ist relativ langsam und er kann nicht trivial schneller gemacht werden. Das heißt, während ich einen Hash-Algorithmus durch einen ASIC wesentlich schneller machen kann, als auf einer CPU oder ausführen oder so, kann ich mit dem Speicher, ja, kann man schon was machen. Man kann eine GPU mit so GDDR-RAM nehmen und so. Da geht schon was, aber es ist jetzt nicht unglaublich viel, was man da gewinnen kann. Und es ist teuer und es ist dann auch schwer zu parallelisieren, wenn man größere Mengen Speicher benutzt. Der kostet auch was und so am PC hat man den Speicher einfach schon bezahlt und die Cracker-Hardware muss ja auch sehr viel mehr Parallelität haben wie der normale Benutzer. Das heißt, sie müssten sehr viel mehr Speicher kaufen und insofern laufen die dann ein Ressourcenproblem und man macht ihnen das Leben schwer. Also Speicher ist ein gutes Proof of irgendwas, Proof of Value, dass man sich was gekauft hat, dass eben die Arbeit per Brute Force an ein Passwort zu kommen, also Brute Force heißt meistens Dictionary-Angriff, ist nicht unbedingt totale Brute Force, aber es ist trotzdem, muss man eine Menge Sachen durchhashen. Und man kann sich auch nicht irgendwelche Rainbow-Tabellen machen, weil das natürlich in Netto-O oder auch in Lux richtig gemacht wird, dass zum Hashen kommt immer noch ein Salt in dem entschlüsselten Block, der mit der Passwort-Hash-Funktion zusammen verarbeitet wird. Das heißt, man kann nicht Vorarbeit machen. Und also hat man den mal gefüllt, dann greift man auf diesen Speicher in einer schwer vorhersehbaren Form zu. Das erschwert dem Angreifer, dass er zum Beispiel sagt, okay, ich regeneriere meinen Speicher, wenn ich den brauche, weil der sequenziell zugegriffen wird oder so. Also man sollte nicht wissen, wie auf diesen Speicher zugegriffen wird. Und man kann den dann auch nochmal modifizieren, was dem Angreifer die Sache auch ein bisschen erschwert, weil wenn ich jetzt mehrere Kisten habe und ich parallelisiere, dann kann ich zum Beispiel das Füllen einmal machen und dann kopiere ich das übers Netzwerk und mach den zweiten Teil mehrmals auf mehreren Maschinen. Wenn ich dann noch modifiziere, geht das wieder nicht. Das heißt, ich modifiziere eben auch noch und macht dem Angreifer das noch schwieriger. Alle Aktionen müssen Statusänderungen im Hash bewirken. Das heißt, am Ende muss man mit dem endgültigen Hash bewiesen haben, dass man den Algorithmus wirklich in der Art abgearbeitet hat. Und muss trotzdem deterministisch sein. Was benutze ich? Ich benutze dieses silk.fs, das im GeForce dabei ist, zum Verteilen der Last auf möglichst alle CPU-Cores, die man da in seinem Laptop oder so hat. Man sollte selber schon seine eigenen Ressourcen wirklich ausnutzen, damit der Angreifer eben auch mindestens so viel zahlen muss pro Trial, wie man selber zahlt. Also wenn ich selber irgendwie mein Passwort öffne und es dauert eine halbe Sekunde, dann stört mich das nicht. Aber der Angreifer muss
1000 Euro ausgeben, um in einer halben Sekunde ein Passwort durchzuprobieren. Und das heißt, ich kann den Preis mit dem entsprechend langen Passwort ordentlich nach oben treiben, dass der Angreifer dann eben nicht zum Ziel kommt. Ich verwende als Primitiv natürlich Ketchup, eben als für Hashes, PRNG und zum Verschlüsseln. Also wenn man nochmal drüber geht über dieselben Daten und zwar nur zwei Runden, was kryptografisch nicht hart ist, aber für den Zweck völlig ausreicht. Man hat da sehr viele Daten und es soll ja eigentlich nur ein bisschen drüber laufen. Und ich verwende noch ED25519 als im ASIC schwer machbaren Schlüsselableiter. Das heißt, man kann nicht einfach so eine Hashing-Karte kaufen, die irgendjemand für Cryptocurrencies gemacht hat, sondern man muss sich wirklich selber was machen. Wobei es jetzt für Cryptocurrencies meines Wissens noch keine Ketchup-Hardware gibt, weil die sich immer noch auf SHA 2 beschränken. So, gucken wir mal in den Code. Nicht in diesen, sondern auch nicht, sondern in den hier. So, also ich hole mir da das Zilk rein. Dann habe ich ein paar Konstanten oder Values hier, weil ich noch am Tunen war. Ein Block, der verarbeitet wird, sind 128 Kilobyte. Das ist also auch das Minimum, was man an Speicher haben soll, muss, um den Algorithmus zu machen, also selbst mit der einfachsten Schwierigkeit. Dann laufe ich da viermal später nochmal drüber mit diesem Blau und die Runden für die Ketchup-Primitive sind zwei. Weniger geht nicht, weil das ist zweimal Unrolling in dem Code, den ich da verwende. Und dann gibt es noch so Diffuse Times. Dann gibt es globale Variablen, die man braucht, weil das ja alles mit Threads abläuft und man die ganzen Parameter nicht überall hin auf den Stack verschieben will. Das ist auch nicht so schlimm, dass das global ist, weil man wirklich alle seine Ressourcen ja auslastet und dann nicht mehrere Passwörter selber gleichzeitig ausprobiert. Und ich dem Angreifer das Parallelisieren auch nicht vorwegnehmen will, sondern der soll das dann selber machen. Also, Schritt 1 ist das Passwort Diffuse Memfill. Da habe ich zwei lokale Arrays für den Status vom Secret Key und einem ECC Key, der da erzeugt wird. Das heißt, ich mache erst so ein Ketchup Diffuse und dann mache ich mit diesem Secret Key nach Public Key Primitiv von dem elliptischen Kurven, mache ich eine Operation auf elliptische Kurven, die eben den Angreifer dazu zwingt, dass er elliptische Kurven implementieren muss. Also es ist einfach auf einer CPU und auf einer GPU, aber in Hardware ist es sehr viel Aufwand, dieses Primitiv zu implementieren. Viel mehr als der Ketchup. Und dann laufe ich über diesen Speicher, den ich da füllen möchte, laufe ich Diffuse Times mal drüber und verschlüssel den einfach. Also das ist Speicher, der per MMAP Anonymous gemappt ist. Der ist also erstmal 0 und den verschlüssel ich dann zweimal mit dem jeweils aktuellen Ketchup-Status. Das heißt, das ist sequenziell. Das kann nur sequenziell hintereinander ausgeführt werden. Und der ganze Speicher wirkt sich hier als erweiterter Status von dieser Hashing-Maschine aus, weil eben verschlüsselt wird. Also beim Verschlüsseln wird immer reingelesen und rausgeschrieben gleichzeitig. Das, was da vorher drin ist, ein Pseudo-Zufall, wird in den State von der Ketchup-Funktion, der eben hier mit diesem Fetch Ketchup referenziert wird, reingelesen und in jedem Schritt auch ein bisschen
verwurschtelt, eben nur zwei Runden, aber das reicht da, wenn man über 128 Kilobytes läuft, sind das sehr viele Runden insgesamt. Am Schluss lösche ich noch meine diese Arrays da, dass nichts im Speicher hängen bleibt, was irgendwie dem Angreifer irgendwas nützen könnte, wobei das hier sehr wenig Nutzen bringt. Der zweite Schritt ist dieses Plow, also das Durchpflügen des Memories, denn ich habe, da habe ich zwei Pull-Blöcke. Die eine Hälfte nehme ich nur lesen und die andere Hälfte wird aufgeteilt in jeweils einen Block für den Thread, der drauf schreiben darf. Und dann werden im zweiten Durchgang werden die nur lesen und die nur schreiben getauscht. Was mache ich da? Ich lese erstmal meinen Status aus dem Ketchup als Hash aus und das ist Diffus-Speicher und den benutze ich als Index in den Memory. Also ich muss mit einer definierten Speicherordnung zugreifen, Little Endian, damit das egal auf was für eine Maschine ist, immer der gleiche Zugriff ist. Ich muss da meine Maske, wenn es negativ ist, gehe ich in die andere Hälfte vom Memory, dann mache ich Read-Only, muss ich die Maske 2 nehmen, um aus dem eine Adresse zu generieren. Dann kommt das eben in den Ketchup-State dazu und ich mache einmal diese Ketchup-Funktion mit diesen Diffuse-Rounds, also 2 Runden drüber. Ich hashe das rein. Wenn es positiv ist, dann lasse ich da die Encrypt-Loop drüber laufen. Das heißt, ich habe mein eigenes Memory, dann ist die andere Maske dann zuständig. Und da verschlüssel ich diesen Block einfach nochmal. Das ist ein 128-Byte-Block jeweils dann. Und das sind Pseudo-Zufall-Zugriffe auf den Speicher. Das heißt, ein Angreifer kann nicht vorhersehen, wo die hingehen, weil die sind datenabhängig. Datenabhängig Sachen, sagt man immer, das könnte Geheimnisse verraten, aber wir machen die Datenabhängigkeit in einem späten Zeitpunkt, wo wir schon unglaublich viel Random Garbage in den Speicher geschrieben haben und den auch immer benutzen, um diese Daten zu modifizieren. Das heißt, hier kann man aus diesen Daten nicht auf das Passwort schließen. Oder auf irgendwas, weil das sind einfach viel zu viel Entropie drin, die man dann abhören könnte und das bringt einem nichts. Das Inkrement sorgt dafür, dass ich nicht jede Speicherstelle da in diesem Pool zugreife, sondern nur einen Teil davon. Am Ende habe ich eine 50% Chance, dass sich ein Speicher geändert hat. Und eine 50% Chance, dass ich nur lesend drauf zugegriffen habe. Das heißt, der Angreifer kann dann nicht irgendwie viel reduzieren, komprimieren oder so, weil zum Abspeichern bräuchte er den vollen Ketchup-State, zum Regenerieren muss er 128 Kilobyte regenerieren, das ist alles sehr teuer. Dann gibt es noch so ein paar Hilffunktionen für das Zusammenfassen. Also Sync ist aus diesem Zilk, das sorgt dafür, dass alle CPUs ihre Arbeiten abschließen. Und dann nehmen wir den aktuellen Zustand von unserem Master Ketchup und verschlüsseln damit diese Seeds. Die Seeds werden jeweils in den parallel verteilten Tasks abgedatet. Also eben mit Seed Init wird es aus der Seed rausgelesen, in den Key reingelesen und einmal Seed Diffuse gemacht und mit Seed Nach wird es an den Seed zurückgeschrieben. Dann haben wir hier den Code für das Verteilen von dem Memory Fill, also eben erstmal Ketchup Init, Seed Init machen. Also das eigentliche Verteilen mit dem Silk läuft über das Spawn 1
das ruft diese Funktion in einem Thread auf mit genau einem Parameter, ausgeführt wird, nicht deterministisch. Und das Sync sorgt dafür, dass das eben dann synchronisiert wird. Und dass man aus dem einen Parameter die Funktion oben ausruft, das macht das hier. Also mit seedInit und seednach und Aufruf, Parameter berechnen und so. Und das beim Plau dasselbe. Das heißt, das Main, die Hauptfunktion kriegt eben dieses Diffuse Number, das ist also die Schwierigkeit. Das ist eine Integerzahl, die wird dann noch potenziert, also mit L-Shift eben. Für die Größe ein Faktor 2, dann gibt es die Anzahl, Diffuse Number ist die Potenz, wie viele CPUs werde ich brauchen. Und dann rufe ich eben diese Memory Fills und die Memory Plows auf. Und wenn das fertig ist, kann ich den ganzen Speicher wieder freigeben. Kann auch die ganzen Threads vom Silk wieder beenden und kann meine Region da in diesem Secure Memory für den State von Ketchup und dem ECC wieder freigeben. Und dann habe ich in meinem, also das wird aufgerufen mit einem Ketchup-State, der vom Passwort herkommt. Und am Ende habe ich in dem Ketchup-State einen Nachweis, dass ich all das ausgeführt habe. Das ist also der Ketchup-State von dem Main-Task, nicht von diesen Silk-Tasks, die da parallel nebenher laufen. Die sind wieder weg. Deren State ist wieder weg. Der hat nur diese Seeds beeinflusst. Und dann sind wir schon fertig mit dem Code. So. Was kann man sonst noch machen? Also was habe ich sonst noch für Ideen? Man kann zum Beispiel statt Buchstaben zu hashen, Bilder hashen. Das heißt, das User-Interface wäre, dass man irgendwie so eine 8x8-Matrix-Bilder hat, die man selber mal ausgesucht hat und von denen man weiß, in welcher Reihenfolge man diese Bilder antippen muss. Und die können dann auch zufällig angezeigt werden, weil ich weiß dann zum Beispiel, erstmal klicke ich die Blume an und dann den Berg und dann Familienfoto und so. Und der Angreifer kann dann auch nicht an den Fingerabdrücken auf dem Display erkennen, in welcher Reihenfolge ich das mache, weil die Bilder kommen ja zufällig. Und er muss dann auch tatsächlich diese ganzen Bilder reinladen und packen und hashen. Das ist auch schon wieder Megabytes, was er aufwenden muss. Und er hat dann 64 davon, während ich als Benutzer vielleicht bis 3-4 Bilder anklicke. Es ist für Brute Force, ist es doof. Die nächste Idee, die ich habe, ist bei Fehleingaben. Also normalerweise ist bei Fehleingaben ja so, dass man wieder von vorne anfängt. Jetzt ist es aber so, dass man nach einer Fehleingabe ja mehr Zeit brauchen sollte, wenn man die zweite Eingabe macht. Und normalerweise wird das eben gemacht, indem das User Interface wartet. Und ja, das kann ich ändern. Als Angreifer muss ich nicht warten. Was man hier aber machen kann, ist, dass man sich einfach das, was man bei der vorherigen Fehleingabe produziert hat, als Ketchup State wieder als Hash merkt und dann in Kombination mit der aktuellen Eingabe guckt, ob man mit den zwei Hashes zusammen den Schlüssel öffnen kann. Also, dass ich die Passphrase nicht mit Leerzeichen trenne, sondern mit Returns zum Beispiel. Dann erzeuge ich erstmal drei Fehlereingaben und dann mit der vierten Eingabe funktioniert es dann, weil ich viermal durch diese ganze Prozedur durch bin. Und der Angreifer weiß dann auch nicht, ob eine Fehlereingabe wirklich eine Fehlereingabe ist oder einfach nur vorbereitet, dass die nächste Eingabe den Schlüssel öffnet. Und also die Polizei kommt und sagt, wollen Sie Ihr Handy auf?
Und du tippst dann ein und das sagt Passphrase falsch. Sagt der Polizist, so jetzt gibt's den Schmerzgriff, das werden wir schon hinkriegen. Dann sagst du, nein, das war Absicht. Ja, kann er nicht wissen, ob es wirklich Absicht war. Aber es kann ja Absicht gewesen sein. Und es sorgt dafür, dass dann tatsächlich die zweite Eingabe muss halt dann erstmal die Eingabe selber versuchen zu entschlüsseln und dann noch in Kombination mit der vorherigen Fehleingabe versuchen, das zu entschlüsseln. Was man dann auch noch machen kann, ist, man kann bei der Fehlereingabe die maximale Schwierigkeit noch um 1 erhöhen. Das heißt, wenn da drin steht, in dem Block, in dem zu entschlüsselnden Block von mit der Passphrase zu entschlüsseln, das ist Diffuse Number 3 oder so, und ich vertippe mich, dann wird das auch noch mit Diffuse Number 4 ausprobiert, eventuell nur in der Kombination. Das heißt, der Angreifer kann nicht ersehen an der Schwierigkeit, die da gespeichert ist, ob das wirklich die Schwierigkeit ist oder ob er eins höher gehen muss und 2 verschiedene Passphrases ausprobieren muss. Und solche Varianten machen das dann dem Angreifer auch schwieriger, schnell zum Ziel zu kommen. Man kann das auch eben bewusst selber ausnutzen. Wenn ich 2-mal eine halbe Sekunde warten muss oder dann insgesamt noch eine Sekunde, weil die Kombination braucht länger oder 2 Sekunden, das kann ich mir leisten als Benutzer, aber als Angreifer wird es halt teurer und teurer. Und die Kombinationen und dass man nicht genau weiß, ist das jetzt eine Passphrase, sind das 2 Passphrases, das erhöht für den Angreifer die Schwierigkeit nochmal. Ja, also wie gesagt, Code gibt es hier, ist noch nicht aktiviert, weil ich eben diese Sachen möchte ich auch noch einbauen. Und eventuell verändern sich die Parameter noch ein bisschen. Weil im Wesentlichen sollte die gleiche Schwierigkeit, sollte die gleiche Zeit brauchen wie vorher. Und da muss ich wahrscheinlich noch Benchmarks auf ein bisschen verschiedenen Systemen machen, bis ich die Parameter genau richtig habe. So, das wäre es dann von meiner Seite. Ja, vielen Dank, Bernd. Dann frage ich gleich mal die erste Frage, und zwar, du hast gesagt, du verwendest die Daten und hast ja gleichzeitig Angst, also keine Angst, dass man die dann nachvollziehen könnte, den Algorithmus, was du genau entschieden hast. Jetzt wollte ich dich fragen, ist das, weil die schon so oft gehasht worden sind, oder hasht du nochmal explizit, bevor du dich dann entscheidest, etwas zu tun? Eigentlich läuft das Ganze dauernd durch diese Hash-Funktionen. Also alles, was passiert, gehen wir nochmal in den Code. Alles, was ich hier mache, ist entweder ich fülle den Speicher mit dieser Hash-Funktion, also als Verschlüsselungsfunktion genutzt, oder ich hashe das dazu oder verschlüssele nochmal. Das heißt, es ist immer der vorhandene Hash-Status wird modifiziert durch diese Operation. Okay, es ist immer gehasht. Okay, dankeschön. Es ist immer alles gehasht. Jeder Thread ist sequenziell, kann nur sequenziell ausgeführt werden, weil alles immer gehasht wird. Also die Parallelität, die ich hier nutze, ist nur, damit man als Verteidiger selber seine CPU auch auslastet. Okay. Mit allen Cores. Anton hatte noch eine... kann das sowieso. Das stimmt. Anton hatte noch eine Frage? Ja, also vielleicht mehrere Fragen und Anmerkungen. Das eine ist, 128 Kilobyte passen ja in den Speicher rein, und das ist halt in den Cache, in den Level 2 Cache rein. Ich könnte mir vorstellen... Ja, das ist Absicht, weil es geht hier ja nur um den Minimum-Block, das heißt, ich fülle einen Block, verschlüssel den 2-mal und sorge dann dafür, dass der rausgeschrieben wird. Ich, also
Die Gesamtmenge erhöht sich schon, eben wird um diffus mal 2 nach links geschoben. Das heißt, wenn ich da diffus irgendwie diffus Number 3 oder 4 habe, dann habe ich schon Megabytes. Ja, es geht also nur darum, Ideal, denke ich mal, ist, dass es überhaupt nicht in irgendeinen Cache reinpasst und dass man eben den Hauptspeicher braucht, weil mehr braucht man. Also da wird es dann wirklich nur, teuer, ihn zu parallelisieren. Ja, ne? Nur für diese 2 Runden hier kannst du diesen Cache nutzen. Okay. Also ich möchte, dass das Cache-Hack braucht Zeit. Man muss mehrere Cores laufen lassen, um überhaupt die Bandbreite vom Hauptspeicher auszunutzen. Und dieser Block sollte cache-lokal laufen. Also diese Loop sollte cache-lokal laufen. Okay. Dann das andere mit die Idee mit, man hat einige Bilder, die von denen man 3 oder 4, also 64 Bilder, von denen man 3 oder 4 auswählt. Das wären dann jedes Bild, also würde einem Passwort von 6 Bits mal 3, also 18 Bits oder 24 Bits entsprechen. Das kann man dann, die 24 Bits kann man durch Bruteforcen. Also da, auch wenn jeder Bruteforce-Versuch relativ teuer ist, geht das schon. Ja, also ja. Da ja, musst also, du, glaube ich, schon ein bisschen mehr. Eventuell mehr Bilder auswählen als 3 oder 4 empfehlen und möglicherweise noch kombiniert mit einem Text. Ja, also das würde dann vermutlich gehen, aber eben 3 oder 4 also Bilder. 3 oder 4 Bilder reichen noch nicht für ein gutes, sicheres Passwort, aber so relativ wenig Bilder reichen schon. Eben. Dann baue halt noch Challenge Response ein, rotes Blümchen musst du auf die Rose drücken nachher oder so. Dann ist es nochmal kaputt. Also vor allem hat Bilder den Vorteil, dass man sich random Passwörter praktisch merken kann. Weil man sich merkt, welches Bild man anklickt. Das stimmt.